Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 My Journey, Folge 26. Weiter. F. Eimer, Stopper, über die Mauer. Reliable ball distribution is the cornerstone of our possession game. Today we sharpen our skills. Training starten. Spiele den Ball per Hebe in den Eimer. Je länger du die Taste in die Höhe. Was? Ist er leiernd. Yeah. An der Minakur, mach ich noch einmal. Okay. Ah, nee. Rein. Leistung exzellent, 7855 Punkte, fortsetzen. Über die Mauer, passen den Ball per Heber über die Mauer in die markierte Richtung. Leistung exzellent, 7286 Punkte, fortsetzen. Beides A. Weiter. Mr. Hunter. Weiter. Your focus and determination today was an example to us all. Thank you. Tough session. You okay? Training too much for you? Sorry, boss. Fine, good, yeah? You think you do enough to deserve a place on this team? You serious, Anton? I know you have business with the field. Many players do. But they never let it affect them doing their jobs. Neither should you. Trittwerfer lange, Leistungsschein von S. Mr. Alexander. Hashtag Spieltag. Triff, Mr. Alexander. Heute musst du treffen. Nö. Marseille ist heute bei Real Madrid zu Gast. Wichtig war aktiv für Real Madrid, aber Hunter muss in die in der Startelf stehen. Marseille hat keine Chance gegen Alexander, das sage ich euch. Yes. Alter, Real Madrid gegen Marseille.
Estiago, Santiago, Bernabeu, 21. November 2018, 1945, die Sieg. Das schaffen wir, glaube ich. Tag zusammen von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Spiel aus der UEFA Champions League. Spieltag Nummer 5 steht auf dem Programm. Bald ist sie also vorbei, die Gruppenphase, diese Vorrunde. Und so langsam können wir mal darauf achten, wen wir wirklich auf dem Zettel haben müssen. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen Olympique Marseille. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breiten. Das hätte ein gutes Ding sein können. Und da wieder den Ball angenommen. Das war Zucker. Zuckersahne. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1. Da aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Da zieht er ab. Das war knapp. Schade, guter Versuch von Alexander. Ach, Pele ist ein Tor. Das ist eine brasilianische, die brasilianische Legende. Bist du deppert? Und Payet. Wird das seine Torchance? Der Ball ist wieder bei Real. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Alexander, du Neja. Kannst du mal Fußball spielen? Ah. Und jetzt Isco. Hunter. Isco jetzt. Alex Hunter. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Groß. Asensio. Der Ball zu Hunter. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wir schauen auf die Tabelle. Real könnte heute Platz 1 klar machen. Das wäre wichtig und das ist... Payet spielt in Klasse. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Nun Isco und Hunter. Jetzt Groß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vielleicht die Führung jetzt. Es bleibt gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Saar. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Luis Gustavo am Ball. Benimo. Hereingabe jetzt. Da können sie erstmal klären. Hunter. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Und Luis Gustavo. Jetzt Payet. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Fünfter Spieltag. Da ist es natürlich Zeit, auch schon mal ein erstes Zwischenfazit zu ziehen zur diesjährigen UEFA Champions League. Auch dieses Jahr wieder ein Riesenwettbewerb mit den Großen, mit den Teams, die du vorne erwartest, aber auch immer mit überraschenden Momenten. Das macht diesen Wettbewerb spannend bis zur letzten Sekunde. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Groß mit der Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schussversuch. Jetzt gibt es Ecke. Bale führt sie aus. Jetzt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und Luis Gustavo. Ngie. Und nun Carvajal. Bale. Bale mit dem Pass. Da kommt der Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Tovar. Und jetzt die Real. Nee, den kriegt der Keeper.
2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Hunter. Schwache Aktion, Ballverlust. Marseille mit viel Platz auf dem Flügel. 0-0 zu. Es geht weiter in dieser Partie. Bisher haben wir noch nicht so viel gesehen. Vor allen Dingen zu wenig Torraumszenen. Ja, bei beiden ging da bisher überhaupt nichts zusammen. Ich bin gespannt, welcher Trainer da in der Pause jetzt die passenden Worte gefunden hat. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Duye Saletaka. Da haben sie Platz. Schöner Pass. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Gut verteidigt. Wie findest du die Leistung von Isco bisher? Von ihm muss natürlich mehr kommen in Durchgang 2. Eine gute Leistung ist so wichtig für die Mannschaft. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie Hallo, das Tempo Foul, auch noch mal anziehen, Meter. Um hier zu einer Torchance zu kommen. Marco Asensio, das war knapp. De Marco Asensio. Und da ist der Ball wieder weg. Saar, Sertic. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Luis Gustavo am Ball. Fängt diesen Ball ab. Er bekommt Hilfe. Bale. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Rolando. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Guter Aufbau bei Real Madrid. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Das ist ein wichtiges Tor. Jo, Chancen hatten sie heute einige. Insofern der Treffer folgerichtig. Ich glaube, sie zeigen heute insgesamt einfach die bessere Leistung. Insofern natürlich ein verdientes Tor. Marco Asensio. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. 66. Minute. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Sertic. Paille am Ball. Man hat immer große Ziele bei Real, was die UEFA Champions League angeht. Und von daher ist das eine spannende Vorrundenpartie. Es geht um eine Standortbestimmung. Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Der Ball ist wieder bei Real. Gareth Bale. Den Ball hat er. Super Aktion. Gut geklärt. Luis Gustavo am Ball. Ngie. Und Payet. Benimont. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und Luis Gustavo. Rolando. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Sertic. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Das wird hier Ecke geben. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Marco Asensio. Boah, das war eng. Er trifft die Latte mit diesem Schuss. Benimo. So, Real Madrid will wechseln. Lopez. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Das macht er gut. Paille am Ball. Ngie.
Luis Gustavo. Guter Pass. Nee, da war keiner. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Payet! Ah, oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Ja, hallo. Es sind eh 90 Minuten rum. Was lohnt sich, mich dann noch auszuwechseln? Genau. Das ist jetzt wirklich unrealistisch. Es war schon in der 90. Minute und da haben sie noch zwei Tore gemacht. Das ist wirklich unrealistisch. Aber wo ist die Notizen? 9 Punkte vor Sporting. Real Madrid mit 3-0. Ed Mr. Alex in guter Form. Mit keinem Tor. Sieg! Danke, Ed Mr. Alexander, wo ich nichts gemacht habe. Real Madrid-Fans verlangen. Ja, das haben wir schon. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge.